Willkommen zu einem neuen Video von einem sehr interessanten Set, wieder ein Bricklink-Set, bei dem es mir bis zum Schluss nicht klar war, was das eigentlich für ein Set ist. Und es wollte sich deshalb auch in den Tod stürzen. Du hast dich zu wenig damit auseinandergesetzt, deswegen ist das jetzt passiert. Aber ja, wir werden gleich drüber sprechen. Ich bin heute den ganzen Tag schon wahnsinnig nervös, liebe Freunde. Wir haben heute die einzigartige Gelegenheit, euch den Skyline Express von der Bricklink A4 Designer Program Serie zu zeigen. Es war das Jahr 2019 und es ist eine Monorail herausgekommen. Ist das nicht wunderbar? Monorail-Fans auf der ganzen Welt oder eigentlich Lego-Fans oder eigentlich muss man sagen Leute von allen Herren Ländern waren hellauf begeistert, als sie hörten, dass wieder mal eine, nennen wir sie Hochbahn rauskommt. Ich wollte gerade sagen, denn ist es wirklich eine Monorail? Ich bin mir da jetzt nämlich gerade nicht so sicher. Denn sieht man sich, ich glaube, das sieht man hier recht gut, das Schienennetz an, das ist doch eher diese Achterbahnschienen. Und sind Achterbahnschienen, das ist ja dann gar keine Monorail. Könnte sein, dass du da recht hast, meine Liebe. Eine Monorail ist es also auf jeden Fall nicht. Also wir haben, genau, wir haben hier jetzt also mit den Achterbahnschienen zu tun. Eben. Ich nenne sie Skyline Express, wie es auch in der offiziellen Beschreibung steht. Das ist eine gute Idee. Es ist auf jeden Fall ein Set mit über 1300 Teilen, hat auch ein Vermögen gekostet, aber wir haben es uns nicht nehmen lassen. Wir fanden das Set so schön, es ist auch eine Riesenstation dabei. Wir wollten sie euch zeigen. Kurz mal vorweg, den Jubiläumstein kennt ihr schon, den räumen wir gleich aus dem Weg. Es sind jede Menge so Minifiguren dabei. Achtung, ich wollte das auseinanderhalten. Hier sind nämlich die Frauen. Gut, dann zeige ich sie erst später. Richtig, denn hier sind erstmal die Frauen ganz wichtig. Eine mit Kappe, zwei mit langen Haaren, einmal rot und einmal blond. Ich finde die sehr schön. Keine Wendegesichter, aber sehr schöne Oberteile. Gefallen mir auch. Sehr alle drei Haare. In Pink und Violett. Naja, so wie es sich gehört. Ich finde, man hätte bei der Dame in der Mitte, vielleicht hat sie ja kurze Haare, aber es gibt da so coole Kappen, wo die Frisur Stimmt. auch integriert ist. Das hätte Stimmt. man vielleicht noch nehmen können. Ja, hätte mir auch gut gefallen. Aber gut, es gibt ja alles Mögliche. Deswegen drei Passagierinnen. Und jetzt Passagierinnen. Kommen wir zur Männerwelt. Ja. Da haben wir vorweg mal eine Ersatzfrisur, die ganz normale dunkelbraune Ersatzfrisur. Wieso auch immer die dabei ist. Ich habe schon überlegt, ob ich sie der Dame raufgeben soll, aber ich glaube, das schaut dann auch ein bisschen komisch aus. Und drei Männer, ein normaler Passagier und zwei Mitarbeiter, schätze ich mal, des Skyline Expresses. Mir gefällt auf jeden Fall die Frisur und auch dieser Pullover dieses Passagiers sehr gut. Ja. Und der sieht auch, genauso wie die Frauen, sehr glücklich aus, dass er heute mit dem Skyline Express eine Runde drehen naja, darf. Das ist ja ganz klar, dass der glücklich aussieht. Und wahrscheinlich ist der Mann mit der blauen Kappe, wird wahrscheinlich der Zugführer sein. Und wenn der gerade nicht im Dienst ist, kann er seine Kappe natürlich runternehmen und hat dann normale Haare drunter. Das ist ja ganz klar. Ist ja nett, dass das auch mit in der Packung mit dabei ist. Ja, auf jeden Fall. Dann sehen wir uns mal das Set als solches an. Erstes Mal, es ist ein riesen Schienenkreis mit hellgrauen Achterbahnschienen dabei. So groß, dass ihr ihn gar nicht sehen könnt, weil er fast unseren Tisch sprengt. Man kann also wirklich eine ganz schöne Runde damit bauen. Ja. Dann haben wir, wie gesagt, die Figuren, die haben wir schon gesehen. Und es gibt dann auch noch diesen Hochbahnwagen, diesen Skyline Express, der fährt, ich habe es zuerst schon leider geschafft in der Anfangssequenz. Weil du auch wieder führerlos gefahren er bist. Er hat keinen Zugführer drinnen gehabt. Moment mal, das wir hängen jetzt mal die Lok ab. Das ist so cool. Oder heißt das auch Lok bei denen? Keine Ahnung. Aber du kannst ihn jetzt mal hier hineinsetzen. Und dann reden wir weiter. Die Schienen sind jetzt für den Betrieb dieses Skyline Express jetzt nicht so ideal. Also wir haben schon öfter mit Entgleisungen zu tun gehabt.
Und ja, der Wagen ist total futuristisch und wirklich sehr cool gebaut. Es ist zweimal derselbe Aufbau. Ich möchte euch den eigentlich gerne in der Nähe zeigen. Also ich hätte jetzt, also ich habe das nicht gewusst, es tut mir so leid. Das ist in der Theorie, glaube ich, dass der Mann damit fährt. Oder ist der andere ein bisschen breiter? Auch also nicht, die oder? Wegen sind sehr schön gestaltet. Wenn man den alten Airport Shuttle kennt, wird man vielleicht die ein oder andere Reminiszenz davon erkennen mit den blauen Fenstern und in Weiß. Also wirklich ein Traum in diesen beiden Farben. Es ist zweimal dasselbe hier. Hinten in der Mitte ist so eine Art Batteriewagen. Hier, das sieht auch so aus wie die Batteriewegen für die alte Monorail. Die Räder kennt ihr, wenn ihr die Achterbahnen schon mal aufgebaut habt. Und ja, also es ist wirklich sehr toll. Zum Beispiel auch hier die Lok vorne und hinten ist mit so einer Snot-Technologie gebaut. Hier, dass das Fenster seitlich eingebaut ist und auch ja, hier vorne mit dem kleinen Cockpit, wo so ein Instrumentepult drauf ist. Ansonsten hat Rita recht, die Züge sind sehr klein ausgefallen. Also die und das ist jetzt dezent nett gesagt. Die Passagiere passen schon hinein. Wir werden das jetzt nochmal probieren. Wenn sie die Arme hinauf geben, dann passen sie, glaube ich, hinein. Das habe ich schon mal wo gesehen. Aber es ist wirklich, also sie haben natürlich weder Türen. Ich habe jetzt hier mal das Dach abgenommen. Hier seht ihr nochmal von unten, wie die Waggons aussehen. Ja, also hier geht wahrscheinlich Design vor ja, Nutzen. Man kann die Figur hier schon hineingeben, aber dann fliegt sie dort drinnen so herum und man zerstört den ganzen Waggon irgendwie. Also man muss hier größere Umbauarbeiten in Kauf nehmen, um die also Figur hineinzubekommen. Ich bekomme es nicht hin, dass das dann zugeht. In dem Falle würde auch mein Zugführer hier drinnen liegen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Es ist wirklich nicht zum Spielen gedacht. Also das Skyline Express ist etwas zu klein ausgefallen für die Passagiere. Wir haben jetzt hier unseren Mann, der Passagier, der kann hier drin sitzen, wenn er die Arme nach oben gibt, sonst geht sich das nicht aus. Es sind aber auch keine Sesseln hier drinnen, kein Bordrestaurant, keine Zugtoilette, kein Schlafabteil, kein gar nichts. Es ist alles sehr im Miniaturformat gehalten. Und die Passagiere sollten vielleicht eher irgendwo am, ja, am Bahnhof herum sich herumbewegen. Ich glaube auch, dass das eine bessere Idee ist. Ich finde es zwar dann komisch, wenn der jetzt ohne irgendwen drinnen fährt, denn eigentlich wäre das ja sehr schön mit den großen Fenstern. Das finde ich allerdings auch. Also wie gesagt, Passagiere kann man hineingeben, auch wenn nicht besonders gut. Und wir haben es zuerst schon gezeigt, man kann den Skyline Express dann natürlich auch fahren lassen. Ja. Aber wenn man das tut, und zwar mit etwas höherer Geschwindigkeit, dann entgleisen diese Waggons sehr schnell. Denn die Räderchen sind ja doch sehr klein und dann um die Kurve. Jetzt hab ich's. Ich setze ihn einfach seitlich rein. Ja, warum auch nicht? Also das finde ich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Also er steuert das seitlich, er sieht aus dem Fenster, während er fährt. Ganz einfach, ist doch klar. Wie konnte ich das nicht sehen? Ja, er kann ja auch seitlich drin sitzen, warum auch nicht? Das ist übrigens auch das, was der Christoph schon gesagt hat. Also hier unten, das ist alles sehr flexibel, was natürlich super ist, wenn das in die Kurven fahren soll. Zum Hineingeben in die Schienen manchmal ein bisschen schwierig. Denn dadurch, dass sich das so gut bewegt, muss man wirklich schauen, dass man beim ganzen Zug das dann richtig hinbekommt. Also wie gesagt, ja, die, jetzt haben wir am Anfang so himmelhoch jauchzend betont, dass endlich mal ein neues Monorail-Set herauskommt. Aber es sieht ja super aus. Und wie gesagt, zum Spielen ist das Set jetzt nicht ganz so gedacht, aber zum Hinstellen, das sieht es natürlich formidabel aus. Mein Highlight des Sets ist auf jeden Fall dieser Bahnhof. Ja. Wir machen jetzt mal einen ganz kurzen Cut, wo wir das alles ein bisschen abbauen, damit wir euch den Bahnhof etwas näher zeigen können und dann geht's ab zum Highlight dieses Sets. Also bis gleich. Bis gleich. Okay, so während Rita noch die letzten Kleinigkeiten erledigt, hier jetzt mal die Skyline Express Station in ihrer
vollen Pracht. Erstens mal, es ist ein Riesenbahnhof, den größten, den Lego nie herausgebracht hat. Wahrscheinlich, er sieht sehr futuristisch aus vom Design her. Es sind viele klare Linien, viele sind weiß und blau. Also das trifft sich ja perfekt mit der Skyline Express Garnitur. Wir haben große Platten in Dark Tan, 16x16 sind da einige verbaut. Beginnen wir vielleicht unten mal. Wir haben hier, wie es bei jedem Bahnhof natürlich dazugehört, ein tolles Bahnhofsrestaurant, hier interessanterweise mit dem Namen Jus. Wir wissen es selbst nicht. Der Erbauer dieses Mocks ist ein Australier. Wäre interessant, gedacht, was das heißen soll. Es hat mich irgendwie erinnert an, da gibt es noch ein französisches Wort, ich bin jetzt ein französisches, nicht der Burner, aber heißt nicht Jus d'Orange? Jus d'Orange, okay. Genau, ist Orangensaft. Genau, und dadurch, dass hier nämlich lauter so Obstschalen sind, ich habe die jetzt mal herausgegeben, denn wenn Christoph da jetzt wild herumfuchtelt, da fliegt da alles herum. Kann meine Finger nicht ruhig halten bei diesem und Set. Da haben wir Kirschen und Äpfel und Bananen und die stehen eigentlich hier an der Bar und werden dann mit diesen Mixern gemixt und ausgegeben. Das würde natürlich Sinn machen, denn hier sind lauter genau. So Smoothie Maker und Gläser. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich allerhand Smoothies und Obst zu kaufen. Cool finde ich auf jeden Fall diese Barhocker in Orange. Ja. Hier haben wir auch eine kleine Kassa und so weiter. Dann gehen wir weiter in die Mitte. Hier haben wir einerseits zwei Ticketautomaten. Das sind so ziemlich die coolsten Ticketautomaten, die ich bis jetzt gesehen habe bei Lego. Sehen wirklich sehr nett aus. Auch hier oben mit diesem 1x2 Fliesenteil, wo Ticket draufsteht. Mhm. In der Mitte sehen wir einen großen Fahrplananzeiger. Das heißt, da sehen wir, wo die nächsten Züge hinfahren werden. Zwei Lautsprecher für die Durchsagen. Und auf dieser Seite hier, auch sehr interessant, eine Treppe in Blau. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welches Blau das ist. Das müssten wir noch nachschauen. Ich weiß leider auch nicht. Aber es ist von diesem Café. Ja, so ein Mittelblau auf jeden Fall, ja. Ist es. Genau. Und mit diesen großen Treppenteilen, da zweimal habe ich gar nicht gewusst, dass die bei Lego überhaupt noch am Markt sind. Mhm. Und hier kann man sein Ticket entwerten, ja. Ganz genau. Ja, hier auf jeden Fall sehr schön mit diesem großen Aufgang. Und dann kann man hier nach oben gehen. Ja. Und oben, hoppala, hier ist die nächste eBay-Auktion aus. Ich komme gleich wieder. Das hat wohl Vorrang. So, leider nicht gewonnen, aber es wäre ein tolles Figurenkonvolut gewesen. Beim nächsten Mal sind wir dann natürlich auch wieder am Start. Also, gehen wir nochmal nach oben in den ersten Stock. Da haben wir als allererstes nochmal so einen Fahrplananzeiger, und zwar genau denselben wie im Erdgeschoss. Mhm. Und dann haben wir sehr nette Sitzmöglichkeiten, 4 an der Zahl. Und einen Mistkübel. Wo auch ein Mistkübel hier steht. Und dann natürlich die Plattform, wo hier die Gleise sind. Ja. Also hier fährt dann unser Skyline Express vorbei. Was mir auch sehr gut gefällt, sind diese Leuchten hier oben. Wenn ja, du die mal herzeigst, also, hier, also ich finde das echt cool gemacht mit den 1x1 rund in Gelb, einfach ein paar hintereinander. Das ist eigentlich eine ganz einfache Technik, ja. Aber sehr wirksam, finde ich. Ich finde das auch super. Ganz allgemein gesagt, mir gefällt das Design dieses Sets überhaupt sehr gut. Ich meine, das ja. Sieht doch toll aus, oder? Von allen das Seiten. Ist mega, ja. Auch von oben her mit den großen Gläserfronten hier. Es ist auch sehr stabil. Ihr seht, ich halte das hier wie einen Einkaufskorb fast schon. Hoppla. Vielleicht doch nicht so stabil. Nein, es ist alles in bester Ordnung. Wie gesagt, hier nochmal die Rückansicht. Also das lässt sich auch ohne weiteres so in eine Stadt integrieren. Das war jetzt der Ticketentwerter, aber da ist nicht viel passiert. Also wie gesagt, ein wirklich, wirklich tolles Set. Sehr. Ja, jetzt kommen wir zur Frage der Fragen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich ungefähr 200 Euro für dieses Set hingelegt habe. Also natürlich nicht nur für die Station, sondern auch mit dem Versand. Zug, den ganzen Schienen, den Stützen, Versand und einiges natürlich an Zoll. Genau. Ja, dass das eine Menge Geld ist, das glaube ich, wissen wir alle. Es ist natürlich jetzt die Frage, ist das eine Alternative, wenn jemand eine Monorail haben will, also vielleicht das Set 6399, den legendären Airport Shuttle,
und ihm ist das Set zu teuer und er ist jetzt am Überlegen, wäre das nicht eine Möglichkeit? Ja, was würdest du sagen, Frau Präsidentin? Ja. So doof. Ja, weil ich das so cool finde, dass es einfach Schienen sind. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie teuer die sind, weil ich bin da jetzt nicht so bewandert. Aber das sind ja Teile, die derzeit auch noch normal verwendet werden. Und ich glaube, in diesem Grau waren sie ja sogar bei dieser Piratenachterbahn dabei. Oder ja, vollkommen richtig. Ich kenne mich aus. Und sie lernen schnell. Das heißt, dass ja die vielleicht gar nicht so teuer sind. Oder man hat die Piratenachterbahn zu Hause und man möchte sie nicht mehr. Dann kann man die ja super ausbauen. Im Gegensatz zu Monorail-Schienen, die ja immens teuer sind, finde ich das eine super Alternative. Vollkommen richtig. Also wir haben jetzt letztens mal kurz geschaut, das Airport Shuttle Set liegt mittlerweile bei ungefähr 600 Euro und eine Gerade bei ungefähr 20. Also das ist horrend, wohingegen man für diesen Maßstab, sagen wir mal so, eine Schiene, eine Gerade für etwa einen Euro schon bekommt oder teilweise sogar darunter. Jetzt kann man natürlich dieses Set hier unendlich viel erweitern, auch um kleines Geld. Eben. Das ist natürlich möglich. Also ganz ehrlich, mir gefällt die Monorail von den Schienen und von dem Ganzen auch, dass man nach oben, nach unten bauen kann. Das kann man natürlich mit der auch, aber nicht in dem Ausmaß besser. Was allerdings noch interessant wäre, was wir jetzt, ihr mögt euch vielleicht wundern, aber da sind wir wirklich noch nicht am letzten Stand der Dinge. Der Entwickler dieses Sets hier hat eine Anleitung herausgebracht, wie man das Teil hier motorisieren kann. Und zwar, ihr denkt es euch, man kann hier in der Mitte, in diesen Triebwagen oder wie auch immer man den nennt, kann man einen Motor hineinbauen. Da muss natürlich einer von diesen Passagierwaggons umgebaut werden, dass er eine Batteriebox beinhaltet, soweit ich das gesehen habe. Ja, aber wird das dann nicht um einiges größer? Ja, ganz genau. Und dann muss man, ihr seht, das ist relativ knapp bemessen hier. Also es geht sich zwar schön aus, es ist ungefähr ein Stein noch in der Höhe, der möglich war, oder nicht ganz ein Stein. Der Motor ist auf jeden Fall mit dem ganzen Aufbau und dem Zeugs höher. Jetzt muss man die Station oben ein wenig aufstocken, dass sich das ausgeht. Das ist, glaube ich, der noch größere Aufwand, als hier diesen Zug betriebsbereit zu machen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie das dann funktioniert, ob der dann sehr hakelig fährt oder doch gut um die Kurven herumkommt. Und natürlich auch, wie die Station aussieht, denn da habe ich, glaube ich, erst ein Bild davon gesehen. Aber ich glaube, wir werden das wahrscheinlich ausprobieren. Denn ein Zug, der bei uns nicht fährt, ihr wisst es, gibt's eigentlich. Ein nicht fahrender Zug ist kein guter Zug, liebe Freunde. Lasst euch das gesagt sein. Eben. Ja, also wie gesagt, da sind wir noch nicht am allerletzten Stand der Dinge, aber wir werden uns das vielleicht nochmal ansehen und euch eventuell zeigen, wenn ihr Lust drauf habt. Wir werden jetzt dann auf jeden Fall noch in den Abend hinein versuchen, die Passagiere alle in diese Hochbahn hineinzubringen, dass auch der Lokführer ordentlich sitzt und so weiter. Das heißt, unser Abend ist geplant. Ja, viel zu tun. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet, ob es euch gefällt, ob ihr andere Sets aus dieser Serie habt oder gerne haben würdet. Und ja, auf die Frage, wo das Set bei uns hinkommt, natürlich kommt es in die Stadt, das ist klar, aber wohin, das wissen wir selbst noch nicht. Nee. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, entweder in die Stadt, irgendwo ins Zentrum. Aber ich habe ja auch schon gesagt, weil zuerst immer die Rede war von Monorail, in Disneyland gibt es ja immer eine Monorail, deswegen hätte ich mir die eigentlich ganz gern gekrallt. Ich weiß, schon wieder für den Vergnügungspark, aber ich liebe den Vergnügungspark. Das wissen wir. Ja, also es wird wahrscheinlich so sein, dass die Monorail irgendwann mal quer durch die Stadt fahren wird. Und zwar nicht diese hier, sondern die klassische Airport Shuttle Monorail. Und vielleicht lassen wir dann die vom Maßstab her so mit einem etwas kleineren Rundkurs. Und dann lassen wir die so für die Parkbesucher eine kleine Runde durch den Vergnügungspark fahren. Das wäre doch auch eine Möglichkeit, ganz genau. Ja. Bis dahin, baut etwas Schönes, lasst eure Züge fahren, wenn es denn so möglich ist. Hier haben wir ja noch ein bisschen Probleme damit, aber das kommt auch noch. Und ja, dann, wie gesagt, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns demnächst. Auf jeden Fall. Tschüss. Bis bald. Tschüss.